Herzlich willkommen heute hier zu Teil 3 Fehler auf den Spaziergang. Und wenn dich das Thema immer noch interessiert, bleibst du einfach dran. Hi, ich bin Steve Kai vom Hundeparadies Hafen, Experte für Rudelverhalten. Schön, dass du heute hier wieder auf unseren Kanal eingeschaltet hast. Und falls du noch nicht abonniert hast, klickst du jetzt da unten drauf und folgst uns natürlich auf Instagram, Facebook und Co. Wir sind heute bei Teil 3, bei Fehler beim Spaziergang. Und falls du die anderen Teile noch nicht gesehen hast, machst du jetzt hier einen Cut, gehst rüber zu den anderen Videos, Teil 1 und Teil 2 und guckst dir das erstmal ganz in Ruhe an. Wir würden uns auch freuen, wenn du bei Instagram, wie gesagt, vorbeischaust, auch da Hundeparadies Harz einfach mal abonnierst und dann immer mal an der Story guckst, weil da kannst du uns ein bisschen kennenlernen, was wir hier so im Alltag machen, wie groß unser Team ist. Ja, verschaff dir einfach einen Überblick und ich freue mich. So, wir wollen heute mal Teil 3 quasi angehen. Was kann man noch so für einen Fehler auf dem Spaziergang machen? Die beiden Kaspern schon wieder. Und zwar, man hat das falsche Timing. Ja, das falsche Timing beim Spaziergang. Also pass auf, um euch das jetzt ein bisschen besser zu erklären. Wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass der Abstand verkehrt sein kann, die Leinenlänge, der Fokus, ne, einfach wie man läuft. So, der Mensch neigt aber dazu, immer wieder Fehlverhalten an einem falschen Ort und zu einer falschen Zeit zu trainieren. Also was kann so typisches Fehlverhalten sein, um das jetzt erstmal überhaupt erstmal kurz zu benennen, ne? Das ist Jagdverhalten, ganz normal das Leinengezerre, wir haben keinen richtigen Rückruf, wir haben generell einen nervösen Hund und der Klassiker ist Pöbeln an der Leine. So, das nennt ja der normale Mensch, der so Probleme mit seinem Hund hat, Fehlverhalten. Das jetzt immer erstmal Fehlverhalten ist, lasse ich mal im Raum stehen. Und das Problem oft auf dem Spaziergang ist, dass die Menschen halt wirklich immer im Problem, im Konflikt, am falschen Ort, zu einer falschen Zeit trainieren wollen. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler auf dem Spaziergang. Zum Beispiel, man geht ganz in Ruhe spazieren. Also ich bin wieder beim Kunden und wir gehen halt raus und der Hund zieht eigentlich schon 10 Minuten an der Leine. Und plötzlich in der Stadt, wo ganz viele Außenreize sind, fangen sie an der Leinführung zu arbeiten. Ja, das ist völlig das falsche Timing. Ja, oder sagen wir mal Rückruf. Viele Menschen, ich sage jetzt mal, sind draußen im Wald, ja, wo schon viel Wald ist, wo schon viel los ist, viele Fremdhunde, Fahrradfahrer, Jogger oder was auch immer und lassen ihren Hund freilaufen. Was ja an sich schon doof ist, wenn ich den Rückruf nie trainiert habe. Ja. Und dann wundern sie sich, also dann wollen sie an dem Ort plötzlich trainieren. Bist du mit den Menschen aber zum Beispiel im Garten und fragst ganz einfach, okay, lass doch mal deinen Hund einfach im Garten jetzt laufen, dann siehst du halt schon ganz oft, dass das da nicht mal klappt. Also selbst in den eigenen vier Wänden, ja, deswegen arbeiten wir immer von innen nach außen, dann wo die Stadt dann kommt oder der Wald oder was auch immer, also ihr könnt mir ja schon folgen. Aber die meisten können es nicht mal hier zu Hause. Ja? Ganz wichtig ist jetzt zu verstehen, wenn du natürlich jetzt sagst, ja, ich trainiere schon immer Stadttraining und so von Anfang an, so, ja, ja, dich meine ich auch nicht. Ich meine die Menschen, die damit Probleme haben. Pöbeln an der Runde, ich habe dauerhaft einen nervösen Hund an der Leine, der zieht die ganze Zeit wie so ein Berserker. Die haben einfach nicht das richtige Timing, wann man trainiert. Wie trainiert man? Ganz simpel, im Endeffekt immer erstmal reizfrei, in kleinen Schritten, ja, Schritten, so, dann steigert man langsam, da haben nämlich alle gar keine Geduld für. Das klappt nämlich zweimal, der Rückruf zu Hause im Garten, ja, klappt einmal, klappt zweimal, klappt dreimal und zack gehen sie in die Stadt und glauben, der muss doch jetzt gehen, ja. Und dann fängt nämlich dieser ganze Fehlverhaltenskreislauf an. So, wie gesagt, die Leute sind dann draußen spazieren und verstehen das Wort Generalisierung auch nicht, ja. Generalisierung, ja, ihr wisst schon. Das ist auch so ein Problem, versteht keiner. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler beim Spaziergang. Die Leute laufen eine Viertelstunde, trainieren zu Hause gar nichts, kriegen ihren Hund nicht mal im Garten im Griff oder in den eigenen vier Wänden und trainieren dann am Jagdverhalten, während sie mitten im Wildgebiet sind, zur Dämmerungszeit sind. Total albern. Können ihren Hund noch nicht mal, wenn sie eine gezielte Situation stellen, nehmen den Ball und schmeißen den irgendwo hin, können sie ihren Hund noch nicht mal bei der Hatz zurückrufen. Ja? Wollen dann aber im Wildgebiet trainieren.
pöbeln an alleine. Ja, treffen sich mit Kumpels, der Hund spielt da wie verrückt, können ihren Hund nicht mal rausrufen, wenn er spielt, wenn es nett ist, und wollen dann aber den pöbelnden Hund korrigieren. Nervosität. Sie haben einen nervösen Hund, ja, der an der Leine die ganze Zeit kreuz und quer rennt, vielleicht noch an der Flexileine, und fahren dann in den Zoo und regen sich dann auf, dass der Hund permanent aufgeregt ist. Oh, das war der übelst schlimme Tag, der ist total nervös, wir müssen jetzt mal was machen. Und dann fragst du, wie es zu Hause abläuft, ja, und der Hund verfolgt den Mensch die ganze Zeit. Der kann nicht mal 5 Minuten auf einem festen Platz liegen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ihr habt nicht das richtige Timing. Wann trainiere ich denn? Was setze ich denn um? Wie baue ich das überhaupt kleinschrittig auf? Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Jetzt werden natürlich die meisten sagen, ah ja, das habe ich alles schon mal gehört, das ist mir klar, das ist mir bewusst und so. Ja, aber man erlebt es trotzdem immer wieder, weil die Menschen nicht verstehen, dass man reizfrei anfangen muss, in ganz kleinen Schritten, dass man das auch langsam mal steigert, dass es immer wieder Rückschläge geben wird und dass man dann generalisieren muss. Was bedeutet generalisieren? Das, was ich gelernt habe, an vielen verschiedenen Orten immer wieder steigern und dann über Monate natürlich auch mal trainieren. Und wenn du jetzt hier in diesen ganzen Punkten, also dein Hund geht jagen, er zieht dann alleine wie ein Blöder, der Rückruf ist richtig schlecht, dein Hund ist dauerhaft nervös im Haus und draußen und er pöbelt sogar noch Artgenossen an, bist du hier bei uns genau richtig und gehst jetzt auf www.steve-ky.de und bewirbst dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann, wenn wir Lust haben, mit dir zu arbeiten, kommst du hier in das intensivste Coaching, was es so in Deutschland noch nirgendwo gibt. Und wir gehen dann monatelang mit dir durch diesen ganzen Dschungel des Hundewahnsinns. Und ich freue mich darauf und folge uns natürlich hier auf YouTube. Und zum Abschluss gucken wir noch mal ganz kurz zu meinen Hunden, weil die sich die ganze Zeit benehmen wie die Hornochsen. Die haben nämlich mal aufgeräumt. Ich freue mich. Die kleine Alice, kann ich euch mal ganz kurz erzählen, ist gerade läufig momentan, ja, wir haben eine kleine Dame jetzt hier. Hey, hey, komm mal her. Komm her. Und hey, hey, ist das egal, weil er nämlich kastriert ist. Genau, also, wie gesagt, wenn ihr da Probleme habt, meldet euch einfach bei uns. Hey, hey, komm mal her. Hey, hey. Komm her. Meldet euch bei uns. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal, wie gesagt, abonniert. Facebook, Instagram. Traut euch. Ja? Guckt auf Instagram, guckt bei Google unsere Kundenfeedbacks. Wir verändern Menschenleben. Wir verändern Mensch-Hunde-Beziehungen. Und das ist hier, nicht nur ich, sondern mein ganzes Team haben da Bock drauf. Also trau dich, meld dich bei uns. www.steve-ky.de. Bis nächste Woche. Ciao.